Willkommen zurück zu unserem Video-Coaching Buchführung endlich verstehen. Mein Name ist Marius Ebert und hier geht es nun um Buchungen im Bestandskontenkreis. Wir sind immer noch bei Römisch erstens. Ja, Sie wissen, wir haben hier eine ganz einfache Struktur. Erstens ist der Bestandskontenkreis, zweitens ist der Erfolgskontenkreis, doppelte Buchführung, zwei Kontenkreise. Was wir hier gerade sehen, ist eine Eröffnungsbilanz, die entspricht der Schlussbilanz des Vorjahres, also ein Übertrag vom 31.12. zum 1.1. Wir sehen die Struktur der Bilanz. Wir sehen die Passivseite, die Mittelherkunft. Wir sehen die Aktivseite, die Mittelverwendung. Und wir sehen natürlich, dass Mittelherkunft und Mittelverwendung übereinstimmen, weil sie übereinstimmen müssen. Und worum es in diesem kleinen Schulungsvideo geht, ist nun, dass wir Buchungen machen im Bestandskontenkreis. Das heißt, das Erste, was wir tun, ist am Anfang des Jahres diese Eröffnungsbilanz hier zu übertragen in unser Hauptbuch, dort wo die T-Konten sind. Und zwar geht das durch diese Eröffnungsbuchungen. Die brauchen Sie im Detail im Grunde sich nicht einzuprägen. Im Grunde machen wir es an einem Beispiel mal ganz kurz. Alle Aktivkonten an Eröffnungsbilanz und per Eröffnungsbilanz an alle Passivkonten machen wir das an einem Beispiel. Per BGA an Eröffnungsbilanz 200.000 machen wir das mal eben. Also hier steht per BGA an Eröffnungsbilanz. Also an Eröffnungsbilanz wird mit 200.000 hier gebucht, an Eröffnungsbilanz 200.000. Damit sind diese beiden hier sozusagen egalisiert, verschwunden und auf dem Konto BGA, ja, Betriebs- und Geschäftsausstattung, wo wir ja buchen, per BGA an Eröffnungsbilanz, diese Buchung an Eröffnungsbilanz habe ich gerade schon gemacht. Jetzt buchen wir per BGA 200.000, ich mache wieder diesen Hochstrich für drei Nullen, 200.000 ist jetzt hier auf der Sollseite in dem kleinen T-Konto BGA erschienen. Damit wird diese ganze Eröffnungsbilanz aufgelöst und auf die T-Konten übertragen. Das nächste Konto heißt dann entsprechend Rohstoffe und da buchen wir 50.000 als Anfangsbestand auf die linke Seite. Dann haben wir Forderung, Lieferung und Leistung 65.000. Wir buchen also hier Forderungen. Das Konto heißt Forderung oder Forderung LL, Forderung aus Lieferung und Leistung. Wir buchen die 65.000 auf die linke, auf die Soll-Seite. Linke Seite soll rechte Seite haben. Linke Seite soll rechte Seite haben. Und dann haben wir noch ein Aktivkonto, nämlich das Konto Bank. Und auch das ist ein Aktivbestandskonto, das Konto Bank. Wir buchen soll haben und buchen die, was waren es? Es waren, glaube ich, 40.000. Wir buchen die 40.000 hier auf die linke, auf die Soll-Seite, denn Anfangsbestände stehen bei Aktivkonten im Soll, aber das wissen Sie ja schon längst. Jetzt müssen wir noch die Mittelherkunft, also die Passivseite, übertragen auf die T-Konten. Wir haben das Konto Eigenkapital 240.000. Eigenkapital, Achtung, 240.000 wandern natürlich auf die Habenseite. Dann haben wir das Konto Darlehen und dann haben wir das Konto Verbindlichkeiten LL soll haben. Später kann man das auch mal weglassen, soll haben. Und wir tragen die Beträge ein. 80.000 und 35.000. 80.000 und 35.000. Sie haben die Zahlen alle in Ihrem Begleitskript, falls ich mal hier zu schnell hin und her scrolle. So, das ist unser Hauptbuch. Und jetzt kommen die Geschäftsvorschläge. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will,
nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.